Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei dieser Ausgabe von World of Tanks Preview vom Testserver zu Patch 9.17 dabei seid. In diesem Video will ich euch heute mal wieder so ein paar der kommenden Änderungen präsentieren. Und bevor wir zu den wichtigsten Änderungen kommen, nämlich den neuen Tech Tree, den es geben wird, zeige ich euch zuallererst mal die neuen HD-Modelle. Ja, wir fangen auch direkt an und tun gar nicht lang rum. Und zwar fängt das Ganze mit der SU an. SU-85i. Ganz nigelnagelneu auf HD gebohrt. Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen mehr haben, will ich euch da jetzt auch gar nicht so damit langweilen. Das heißt, wir fliegen zweimal drumrum und dann habt ihr es auch schon gesehen. Dann geht es bei den Briten weiter. Und zwar Conqueror Gun Carriage. Auch HD. So, wir springen so ein bisschen durch die Nationen. Die Panzer selbst Lafette 4 bei den Deutschen, einfach mal die Ausführung B. Und die Ausführung C kommt auch gleich danach. Also diese sind beide auf HD gebohrt worden. Und gerade mit den offenen Panzern schaut es immer noch mal ein bisschen spektakulärer aus. Also dieser wirklich etwas ramponierte Look. Also gerade die Panzerungsmodelle, die können sich auf jeden Fall mittlerweile sehen lassen. So, das war Ausführung B. Dann gibt es natürlich noch Ausführung C. So, auch hier nochmal die Innenansicht. Dann geht es jetzt bei den Deutschen weiter. Und zwar muss ich schauen, welchen nehmen wir? Den VK2801. So, dann verlassen wir kurz mal die Deutschen und gehen Richtung Russland, und zwar zum KV-2, der doch sehr beliebte Panzer, der jetzt da mal verändert wird. Gerade am Turm hier oben ist da die Änderung auf jeden Fall visuell ersichtlich. Also gefühlt hat sich hier an dem HD-Modell sehr viel getan, also im Vergleich zu anderen, wo so ein bisschen was, ja, an Kratzern dazu gearbeitet wird, hier auf jeden Fall eine visuelle Änderung zu sehen. Von den Russen nochmal zurück Richtung Deutschland, und zwar zum Sturm Emil. Und von Deutschland wieder zurück Richtung Russland. Und zwar der Tetrach. Den finde ich, glaube ich, hier jetzt nicht. Aber den habe ich in der Garage. Das heißt, den kann ich euch natürlich zeigen. Da ist er auch schon. Der kleine, feine Premium. So, wir bleiben hier bei der Nation und gehen zur SU-122-44. Sehr, sehr beliebt auch dieser Premium-Panzer. Dementsprechend ein HD-Modell, wo es wirklich lohnt, sich anzusehen. Denn das wird man dann wohl häufiger zu Gesicht bekommen. Und last but not least ein französischer, und zwar suchen wir den B1, da haben wir ihn auch schon, und dabei handelt es sich um dieses Gerät.
einen letzten Panzer gäbe es noch, und zwar die Su-76i. Die habe ich aber nicht und kann euch sie daher leider nicht zeigen. Dementsprechend müssen wir es mit dem Panzer hier beenden. Aber alle Besitzer der Su-76i können sich darauf freuen. Gut, nachdem wir jetzt also die Panzer uns angesehen haben, gibt es auch noch ein paar Änderungen an bestehenden Panzern. Und das will ich euch auch noch ganz kurz sagen. Der FV4202, der bekommt eine Verbesserung, und zwar die Rentabilität steigt um 10% und die Geschwindigkeit wird um 5 km/h verbessert. Also die, alle Änderungen, die jetzt kommen, sind übrigens Premium-Panzeränderungen und die sind alle zum Vorteil. Also sehr schön, dass da ein wenig mit der Buffkeule geschwungen wird. Die Wendegeschwindigkeit vom Panther mit 8,8 cm wird von 38 auf 40 Grad gesteigert, also die Wanne. Und die Motorleistung des Maybach HL230 von 600 auf 700 PS erhöht. Auch der Löwe wird verbessert, der bekommt eine verbesserte Panzerung. Und der Richtbereich wird vergrößert von 8 Grad auf minus, also von minus 8 Grad auf minus 10 Grad. Also da kann man mit der Kanone jetzt deutlich besser arbeiten. Der WZ-111, der wird nochmal deutlich intensiver verbessert. Die Genauigkeit bei Bewegung für das Laufwerk WZ-111 Modell 2 um 13% gesteigert. Die Wannendrehung wird ebenfalls um 13% gesteigert, also die Genauigkeit bei Wannendrehung. Die Streuung des Geschützes von 0,46 Meter auf 0,44 Meter verringert. Und die Turmdrehung, sofern die erfolgt, ist da die Genauigkeit des Geschützes um 14% verbessert. Die Zielerfassung, auch die wird verbessert von 3,4 auf 3 Sekunden und die Motorleistung von 520 auf 600 PS gesteigert und auch hier eine Verbesserung der Panzerung. Also der WZ-111 wird deutlich angepasst, ebenso wie der M4A1 Revalorisé, also eigentlich einer der ja neueren Premium-Panzer, aber auch hier gibt es eine deutliche Verbesserung. Genauigkeit bei Bewegung für das Laufwerk um 11% gesteigert, bei der Wannendrehung ebenfalls um 11% gesteigert. Die Geschützstreuung von 0,36 auf 0,35 Meter verringert. Die Genauigkeit bei Turmdrehung um 19% verbessert. Die Zielerfassungszeit wird von 2,8 auf 2,4% verringert. Also deutlich bessere Zielerfassung. Die Motorleistung von 460 auf 550 PS gesteigert. Typ des Motors wurde von Diesel auf Benzin geändert. Da muss man natürlich das Thema Brandwahrscheinlichkeit natürlich erwähnen. Und der Richtbereich auch hier auf 10 Grad, minus 10 Grad vergrößert. Eigentlich hatte der einen Richtbereich von minus 7 Grad. Also auch eine sehr schöne Änderung für alle Besitzer vom Revalorisé. Und der letzte Premium-Panzer, der hier angegangen wird, ist der STA-2. Die Höchstgeschwindigkeit deutlich gesteigert von 45 km/h auf 55 km/h. Die Brandwahrscheinlichkeit des Motors von 0,15 auf 0,12 verbessert. Also mit dem Revalorisé solltet ihr deutlich weniger aufbrennen. Und die Motorleistung von 500 auf 570 PS gesteigert. Dementsprechend ja auch die Höchstgeschwindigkeitsanpassung. Also da in dem Fall ein paar Panzer im Premium-Bereich, die hier sehr sinnvoll verändert werden. Ich glaube, darauf darf man sich freuen und zeigt, dass Wargaming Premium Panzer definitiv nicht immer Hidden Nerfed oder sonstiges, was es da für Hokuspokus gibt, sondern ganz im Gegenteil, die werden auch angepasst, sofern Wargaming sieht, oh, da muss was passieren. Auch bei den Karten gab es optische Qualitätsüberarbeitung. Allerdings kann ich euch die Karten jetzt so im Speziellen nicht zeigen, da das ja immer nicht so leicht ist mit einem Showroom, sage ich mal, aber ich kann es euch erzählen, und zwar handelt es sich dabei um folgende Karten. Karelien wird angepasst, Pilsen, die eigentlich doch recht neue Karte, auch die bekommt schon eine Überarbeitung. Wadi ist dabei, Bergpass ist dabei und auch Tundra. Also diese Karten werden alle optisch in der Qualität überarbeitet. Wie genau, wie gesagt, da werden wir das bestimmt in Zukunft in dem einen oder anderen Replay mal über die Karte fahren oder auch mal selber bespielen und dann sehen wir das bestimmt auch. Eine meiner wichtigsten tonlichen Änderungen will ich euch auch noch zeigen, die es mit dem Patch geben wird. Und zwar in den Reiter-Settings oder Einstellungen dann auf Deutsch gibt es hier im Menüpunkt Sound das Thema Soundsystem. Natürlich 2.1 oder 2.0. Aber hier gibt es auch noch
5.1 oder 7.1, könnt es dann auch direkt testen lassen und dementsprechend so ein bisschen einstellen lassen. Also das finde ich auch sehr sinnvoll für Leute, die da dementsprechend ein Soundsystem daheim haben, können das dann auch endlich ausnutzen und die Klangqualität dementsprechend genießen. Denke, eine sehr sinnvolle Lösung für alle Nutzer von 5.1 bzw. 7.1 Systemen. Ich denke, die wichtigste Änderung mit 9.17, auf die wir alle warten, ist ganz klar das Thema neue Nation Schweden mit zwei Tech Trees direkt von Beginn. Und dabei handelt es sich um einen gesamten TD-Tech Tree und einen Misch-Tech Tree, bestehend erst aus mittleren Panzern. Und dann ab Stufe 8 werden es dann schwere Panzer, die da dementsprechend auch das Top-Tier darstellen. Und das, würde ich sagen, schauen wir uns alle im Detail ganz genau an. Wir starten mit dem STRV FM21. Wir statten den mal so aus, wie er ist und zeigen den erstmal in der Garage. Das ist dieser mit der offenen oder visuell erstmal wirkenden Tür, aber sieht man, dass es nur herausgestellt ist, dass es sich hierbei um HD-Modell handelt, glaube ich, brauche ich nicht sagen. Und sogar, ich will jetzt vielleicht nicht zu weit gehen, aber mit dieser langen Motorhaube in Anführungszeichen wirkt das schon fast eher wie ein klassisches Auto. Was ich jetzt hier nicht besonders erwähnen will, das ist jetzt gerade im Tier 1 Bereich die technischen und visuellen Daten. Das könnt ihr euch alles gerade rausziehen, das machen wir dann in den höheren Stufen, weil wir haben doch noch ein paar Panzer vor uns. So, dann würde ich sagen, wir starten mit dem TD-Tech-Tree. Ich mache den Tech-Tree eben komplett mit euch zusammen, dass ihr auch seht, was kostet wie viel, was muss man erforschen, wie schaut es aus, was hat was. Also dementsprechend, dass wir wirklich da alles zusammen machen können. Wir schauen uns immer die Elite-Ausführungen an. Ich denke, das ist erstmal die spannendste Ausstattungsvariante überhaupt. Der PV-LVV FM42 ist dann dieser TD. Und ich denke natürlich, hier ist dann auch noch besonders interessant das Thema Waffenfertigkeit und wie das Ganze aussieht. Deswegen blende ich euch das mal hier so ein bisschen auf. Und auch hier die Feuerrate und der Autoloader-Kanone. Das sind so zwei Werte, die man, glaube ich, zumindest mal gesehen haben sollte. Aber wie gesagt, signifikant gehe ich da jetzt hier noch nicht im Low-Tier-Bereich darauf ein. Das machen wir dann in den höheren. Auch hier wieder die Ketten zu erforschen, ein weiterer Motor. Es gibt hier zwei Funkgeräte. Das eine ist sogar das 7er Funkgerät, also das geht dann dementsprechend hoch in den Tierstufen. Und auch nochmal hier eine verbesserte Kanone. Und der sieht dann wie folgt aus. Der erinnert dann schon so ein bisschen an die Su-Panzer der Russen, so rein vom visuellen Design. Und ganz wichtig, gerade das Thema bei den Schweden, solltet ihr immer im Auge behalten, die Kanonenneigung hier schon minus 12 Grad bei diesem Tier 3 DD. Das finde ich da schon immer sehr, sehr, sehr spannend, was da möglich ist. Auch der Topspeed mit hier in dem Fall mal 57 km/h, um mal einen Wert rauszuziehen, ist schon sensationell. Also da, glaube ich, hat man schon einen Panzer in den niedrigen Tiers, der direkt sehr viel Spaß bereiten kann. Auch hier wieder die Ketten, der Motor, ein weiteres Funkgerät, das ich natürlich nicht mehr erforschen muss. Das ist ja schon
vorher passiert. Und natürlich, ihr könnt euch auch das Ganze auf dem Testserver selbst anschauen, sofern ihr sagt, da habe ich jetzt was nicht gezeigt oder ich habe was einfach zu schnell gemacht. Schaut einfach drauf, da seht ihr es am allerbesten. So, da haben wir dann den SAV M43. Optisch jetzt nicht unbedingt ein Leckerschmecker, aber sehen wir auch hier wieder, in dem Fall die Kanone bei minus 14 Grad. Also das ist schon ein sensationeller Wert. Da könnt ihr eben hier nochmal die Daten etwas genauer sehen. In dem Fall sehen wir schon hier Durchschlag 350 mit 65 Durchschlag, 110 mit Premium-Munition. Also der Schaden selber, der ist schon recht happig. Und der Topspeed mit 43 km/h ist jetzt auch nicht schlecht. Also auch hier ein TD mit viel Potenzial. Ich glaube ehrlicherweise, dass die TDs sehr, sehr, sehr gut sein werden. Also die haben wirklich Potenzial für unglaublich viel Spaß. Gut, jetzt gehen wir, und das war ja Tier 4 erst, also der Schaden ist schon ordentlich. Und jetzt gehen wir mal Richtung Mittier, also wo es jetzt wirklich langsam spannender meines Erachtens wird. Und hier müsst ihr wieder alles erforschen, wie ihr seht. Und da orientieren wir uns am Design eher vom Tier 3. Hier in dem Fall der LKV 103 Tier 5 TD. 60 km/h flink das ganze Gerät. Und Kanonenneigung mit minus 12 Grad. Und dann sehen wir hier auch nochmal das Thema Schaden. Hat in dem Fall zwei Varianten Heat dabei. Einmal mit 120, einmal mit 140 Durchschlag. Oder ihr nehmt hier diese andere Kanone mit. In dem Fall dann 320 Schaden mit 112 oder 110 Durchschlag. Orientieren sich natürlich auch in der Feuerrate ein bisschen voneinander weg. Die Zielzeit mit 2 Sekunden kann man auch sehr gut stehen lassen und eben 60 km/h schnell. Also das ist wieder auch ein Gerät, mit dem man sehr, sehr gut mal die Linie verlassen kann und eventuell woanders supporten. Nach dem Tier 5 kommt es bekanntermaßen Tier 6. LKV 65 II. Auch hier wieder alles zu erforschen. Beim Funkgerät müssen wir nur das 9er erforschen. Ansonsten haben wir schon soweit alles am Start. Hier das erste Mal die Kanonen, der Kanonenrichtbereich nicht mehr so gut wie bei den Vorgängern, in Anführungszeichen nur 10 Grad nach unten, was immer noch ein guter Wert ist, aber natürlich bei Weitem keine 14 Grad wie bei anderen und rein optisch wohl der skurrilste aller Panzer bis dato, den wir bei den Schweden zu Gesicht bekommen. Aber mit 60 km/h trotzdem wieder sehr, sehr flink. Und dann sehen wir hier auch das Ganze eben minus 10 bzw. 12 Grad dann nach oben. Panzerungswerte, jetzt können wir uns mal das langsam auch ansehen. Das ist eben einer der ganz klaren Negativpunkte. Wir haben nämlich 15 Panzerungen vorne, 10 an der Seite und 10 hinten. Also die sind unglaublich anfällig gegen HE. Auch das ist so der rote Faden des ganzen Tech-Trees, kann man sagen. Also die Panzerungswerte sind nie die allerbesten. Ihr bekommt tolle Kanonen an die Hand, ihr bekommt eine super Mobilität, aber das geht extrem zulasten der Panzerung. Also wenn ihr da
Fans zum Beispiel des russischen Tech Trees seid, der ja von der Panzerung her doch sehr, sehr solide ist, das habt ihr hier de facto nicht und eben doch ein ganz anderes Gameplay. Der durchschnittliche Schaden 240, 180 Durchschlag mit der normalen Munition oder 230 mit Premium und das ist für Tier 6, wie gesagt, eben sehr, sehr gut. Also Kanonen können sie, Panzerung eben nicht. Schauen wir mal, wie sich das beim Tier 7 dann verhält, der LKV 90 Bertha. Motor und Ketten mussten wir erforschen. Funkgerät bleibt uns erspart und die Kanone, die brauchen wir ebenfalls wieder. Und wir sehen, auch hier bleibt es optisch weiterhin skurril. Hitpoints hat jetzt hier der 7er. Auch jetzt nicht wahnsinnig viel. 15 Panzerung vorne, 12 seitlich, 12 am Heck, also auch hier wieder sehr wenig. Die Kanone, wie beim Vorgänger, kommt 10 Grad nach unten, 12 Grad nach oben. Turm, so gesehen, gibt es ja keine, das ist ja mehr integriert, sollte man dazu sagen, wenn ihr euch wundert, warum immer nur die Wannenpanzerung dasteht. Dementsprechend ganz normal, hat seine Richtigkeit. Durchschlag hier 210, 250, auch das für Tier 7. Absolut solider, guter Wert, also damit kann man auch locker in Tier 9 bestehen, aber natürlich mit der Panzerung selber sollte man sehr vorsichtig sein. Definitiv keine Panzer für die erste Reihe oder aggressiv zu spielen, solltet ihr euch da verkneifen. Ich denke mal, alles andere ist auch wieder Einheitsbrei, 340 Meter Sichtweite, ist jetzt nicht die höchste, da muss euch vielleicht jemand die Sicht geben, 615 Funkreichweite, auch da alles jetzt kein phänomenaler Wert, aber wie gesagt, ich glaube, ihr erkennt langsam, wo das Ganze hingeht und zwar einfach zum Thema Mobilität und Kanone. Nachdem wir den 7er durch haben, kommen wir jetzt Richtung High-Tier-Bereich, jetzt kommen wir nämlich zum 8er, UDES-03. Hier muss alles wieder erforscht werden, also hier brauchen wir sowohl die Ketten als auch den Motor, als auch das Funkgerät und dann zu allerletzt natürlich noch die Kanone, die 10,5 cm in dem Fall dann hat. Hier ein sehr, sehr flaches Gerät, hier auch wieder mit einer tollen Neigung und zwar 14 Grad, in dem Fall ist es einer der Panzer, die ganz besonders im World of Tanks Universum sind, weil, kann ich euch leider hier nicht zeigen, vielleicht finde ich noch ein Video, dann edit ich es noch dazu, die Karosse so gesehen, die neigt sich, also stellt sich hier hinten hoch, neigt sich dann da vorne nach unten, um diese 14 Grad darzustellen. Eine sensationelle Mechanik, die hier erstmalig so gesehen reinkommt und das Ganze viel spannender macht, sieht man hier unten auch nochmal. Hydropneumatische Aufhängung. Also, wie gesagt, ich versuche euch das noch rauszusuchen. Im allerschlimmsten Fall gibt es ein Video in der Videobeschreibung, dann könnt ihr es euch da nochmal anschauen. So, die Vehikeldaten. 11,2 Sekunden Nachladezeit. 288 bzw. 330 mm Durchschlag, 390 Schaden. 0,35 Meter genau auf 100 Meter. Und hier seht ihr übrigens auch, das ist eben das Besondere, Traverse Speed, also wie schnell sich das ganze Gefährt dreht oder wie lange das Ganze dauert vom Siege, also vom Beacker-Modus, um den Schaden zu drücken, auf den Travel-Modus, dementsprechend also einzigartig und auch mit 70 km/h sagenhaft schnell, also ganz klar eines der Highlight-Panzer, die es in dem ganzen Tech-Tree gibt. Dementsprechend minus 14 Grad oder plus 20. Also ich glaube, da kann man sich auf den Panzer in dem Tech-Tree sehr, sehr, sehr freuen. Tier 9. Dann schon der vorletzte
den es hier gibt. Auch hier wieder das gleiche Thema von der Aufhängung. Da glaube ich, sieht man schon ganz gut, wo die Reise hingeht. Und hier haben wir dann auch 308 Durchschlag, 350 mit Premium und 390 Schaden. Also der Schadenswert in etwa, seht ihr, bleibt in etwa immer gleich. Die Neigung hier nur noch in Anführungszeichen bei minus 11 Grad oder bei plus nach oben. Dafür haben wir, glaube ich, mit 50 km/h immer noch ein recht flottes Gerät, auch wenn wir bei Weitem nicht mehr den Wert vom Vorgänger hier haben. Sichtweite 360 Meter, muss man ganz klar erwähnen. Funkreichweite 887. Auch hier gibt es wieder das Thema vom Siege Mode und vom Travel Mode. Und auch da achtet wieder auf die Panzerungswerte 40, 30, 30. Also dementsprechend auch hier wieder Panzerung sehr, sehr, sehr minimal. Das sind ganz klar Panzer, die zum Snipen ausgelegt sind. Hitpoints in dem Fall hat er 1450. Wie gesagt, manche Sachen sage ich nicht bei jedem Panzer. Achtet einfach ein bisschen selbst auf die Werte. So, das war Tier 9 und jetzt wollen wir sehen, wie schaut denn das dicke Gerät aus, in dem Fall der STRV 103B. Da braucht ihr nur den Panzer zu erstehen. Alles andere ist dann schon vorhanden. So, und das ist dann dieses feine Gerät. Da machen wir uns auch die Mühe und gehen noch einmal in aller Ruhe drum rum. Dann, was sehen wir hier wieder? Zum einen Thema Panzerung bleibt gleich schlecht. 40, 30, 30, 1700 Hitpoints haben wir. Die Geschwindigkeit mit 50 km/h nicht sensationell hoch, aber eben auch Schweden können scheinbar sehr, sehr schnell rückwärts fahren. 45 km/h, also wenn ihr irgendwo auf der Flucht seid, ihr müsst nicht unbedingt umdrehen mit einigen der Panzern, sondern einfach den Rückwärtsgang reingehauen und gib ihm. Und in dem Fall hier zum Beispiel 45 ist schon wahnsinnig schnell. Dann die Kanone minus 11 Grad nach unten, plus 11 Grad nach oben. 6,71 Granaten könnt ihr pro Minute schießen. Einzelzeit 3 Sekunden in dem Fall, 308 Durchschlag, 350 mit Premium. Ansonsten natürlich auch hier die Drehrate vom Panzer. Natürlich auch mit einem festen Turm immer wichtig, 36, 51. Also da haben wir dementsprechend das Ganze. Sichtweite wieder bei 360 Meter und Funkreichweite 887. Aber ich glaube, das wird einer der spannendsten Tech-Trees in der gesamten World of Tanks Geschichte, weil er wahrscheinlich nicht einfach zu meistern ist, aber umso stärker in guten Händen. Also da erwarte ich mir einige nette Gefechte. Und eins sei vielleicht auch noch gesagt, ihr seht hier, es gibt hier keine Drehrate oder keine, das Rohr ist immer komplett starr. Das heißt, wenn ihr euch drehen wollt oder den Panzer auf einen Gegner bewegen wollt, ihr dreht den Panzer immer komplett mit. Das hätte ich jetzt vielleicht bei den anderen auch erwähnen sollen, aber das könnt ihr nochmal im Zweifel anschauen. Das ist bei sehr vielen, also auch bei ihm hier der Fall. Auch bei dem Achter. Also das zieht sich durch wie ein roter Faden. Beim Siebener dann ein bisschen anders. Also in den hohen Bereichs dreht ihr immer den Panzer gesamt mit. Gut, nach den TDs kommen wir jetzt noch zum Medium bzw. Heavy Tech Tree. Starten tut der Heavy Tech Tree hier mit dem 2er STRV M38. Da gibt es natürlich wieder einiges zu erforschen, ganz typisch für Low Level. Und wir setzen hier die Autoloader-Kanone mit einer klassischen und das Ganze schaut dann am Ende so aus. Das ist er dann, der 2er
Aber wie gesagt, hierbei spare ich mir auf die Daten großartig einzugehen. Schaut einfach selber drauf und stoppt im Zweifel das Video. Dann könnt ihr euch in Ruhe die Daten rausziehen. Der Tier 3, STRV M40L. So, die Kanone montieren wir noch. Jetzt haben wir alles drin und der schaut dann wie folgt aus. Ich denke nicht unbedingt wahnsinnig spektakulär. Das Ganze würde euch dann bei dem Panzer erwarten, aber auch hier typisch schwedisch, wir sehen auch wieder den Richtbereich minus 15 Grad, also auch hier sehen wir schon, nicht nur die TDs haben das drauf, sondern auch der andere Tech-Tree kann das schon darstellen. Also da haben wir aber auch gleich noch einen Blick darauf. So, Tier 4, Lago. So, der Turm passt natürlich nicht, dann können wir jetzt so und dann belassen wir es dabei. Der schaut dann gefühlt so ein bisschen normaler aus, also so wie man es kennt. Der ist so der klassischste unter den Medium, würde ich mal sagen. Minus 10 Grad Neigungswinkel der Kanone, 45 km/h schnell, Panzerung nicht sensationell hoch. Aber schon von, es ist schon vorhanden, sage ich mal. Also da ist so, wie man es mit allen anderen irgendwo erwarten kann und wird. Ich würde sagen, so gefühlt der normalste aller Schweden, die wir bisher gesehen haben. STRV M42 kommt nun dran. Auch hier wieder alles zu erforschen, was überhaupt vorhanden ist. Also da könnt ihr leider nicht auf den Wissensstand der Vorgänger zurückgreifen. Und da haben wir aber wieder dann eher den typischen Schweden, sage ich mal, mit minus 15 Grad. Panzerung etwas verbessert gegenüber seinem Vorgänger. 450 Hitpoints. 45 km/h schnell. 20 km/h rückwärts. Also auch hier das meiste dann typisch, bis auf eben die minus 15 Grad Kanonenrichtbereich. Gut, jetzt hat man den Tier 5. Jetzt wird es aber spannender. Jetzt gehen wir mit Tier Schrägstrich langsam High-Tier. Der STRV 74 ist dann nun dran. Beziehungsweise können wir das ja auch einbauen. Die Kanone muss erforscht werden und der Turm. So, wir bleiben hier bei der Kanone bei minus 15 nach unten. Plus 15 kann sie nach oben. Massiver Aufbau vom Turm, obwohl der eine sehr schlechte Panzerung hat mit 20 vorne, 20 Seite, 20 hinten. Die Wanne etwas besser, 55 vorne, 30 Seite, 20 hinten. Die Mobilität 45 km/h Endgeschwindigkeit nach vorne und 18 zurück. Aber ich glaube, hier sieht man schon ganz gut, der Aufbau hier oben, der könnte einen wirklich Kopfzerbrechen bereiten. Gerade im Tier 6 Bereich, da wo schon doch der ein oder andere Schaden reinkommt, sind die 750 Hitpoints nicht allzu viel. Im Verhältnis dafür mit einer HE-Granate sollte man da ganz klar Schaden anrichten. Man selber richtet in dem Fall 150 Schaden an, bei 148 Durchschlag bzw. bei 200 mit Premium. Genauigkeit 0,33 auf 100 Meter,
Einzelzeit 1,8 Sekunden. Das geht dafür sehr fix, also zum Snapshotten wird der schon taugen. Aber ich sage auch hier, kein Panzer meines Erachtens für die erste Reihe, beziehungsweise dann eher später im Verlauf zum Nachtreten, wenn sich so die ersten Staubwolken gelegt haben. So, auch die Schweden bekommen einen Leo. Der Leo erfolgt oder fordert die Ketten. Es gibt zwei Motoren, die ihr erforschen könnt oder auch müsst. Das Funkgerät können wir uns sparen, das haben wir schon. Auch die erste Kanone kann man hier direkt im Zweifel aufstecken. Aber die zweite und auch ein Turm, den braucht es dann doch wieder. Und der Leo sieht wie folgt aus. Die Kanonenneigung hier in dem Fall bei dem 7er nur noch 10 nach unten und 15 nach oben. 60 km/h schnell, also die Agilität, die hat er auf jeden Fall. Die Panzerung auch hier wieder etwas schwächer, wobei nicht, bei weitem nicht so schwach wie bei seinem Vorgänger. 70 vorne, 30 hinten, 20 hinten, 30. Ich fange nochmal von vorne an. 70 vorne, 30 seitlich und 20 hinten. Das gleiche wie an der Panzerung eben auch. Die Wanne hat exakt die gleichen Werte. 1100 Hitpoints hat der Ganze. Vehicle Details wie folgt. Und hier die beste Kanone nochmal im Blick. 3 Sekunden Einzelzeit, Genauigkeit 0,42 auf 100 Meter, 155 Durchschlag mit Normal, 194 mit Premium und dann macht er 300 Schaden. Ist okay, aber auch der lebt wieder von der Mobilität mit 60 km/h, kann er dann dementsprechend in die Schnittstellen fahren. Das war jetzt auch der letzte mittlere Panzer. Jetzt kommen wir zu den schweren Jungs. Und daher, der erste ist dann der T8 Emil. Und ihr seht, der erste noch mit einer Autoloader-Kanone. Und auch hier die Erweiterung der Kanone ist auch nach wie vor eine Autoloader. Das schauen wir uns aber gleich noch an. So, und hier der Aufbau. Wannenpanzerung 100 vorne, das ist okay. 20 Seite, 30 hinten natürlich, dann da recht schwach. Der Turm, ganz klar. Die Stärke 180 vorne und auch durch diese Schrägen nochmal dann nominell verbessert. 35 seitlich und 20 hinten, also gerade wenn ihr den stellt von vorne ran. Die Agilität 50 km/h Endgeschwindigkeit, das ist solide. 1400 Hitpoints haben wir und 12 Grad kommt die Kanone nach unten. Sieht man auch hier ganz schön, wie die dann sozusagen reinfahren würde und 15 Grad nach oben. So, Autoloader-Kanone ist immer was Besonderes. Wir haben hier bei der Kleinen, zeigen wir auch nochmal ganz kurz, 4 Granaten im Magazin. Die Zeit zwischen den Schüssen sind 3 Sekunden und in dem Fall, das muss ich hier mal mit einer 100% Crew das euch zeigen, weil sonst macht es keinen Sinn. So. Komplette Nachladezeit sind 40 Sekunden für den Clip und der Durchschlag mit 179 bzw. 224 im Tier-8-Bereich schon eher etwas schwieriger. Daher ist dann die natürlich deutlich besser. 4 Granaten im Magazin, die Zeit zwischen den Schüssen bleibt bei 3 Sekunden, in dem Fall 37 Sekunden dann für das Nachladen. Wir haben 217 normalen Durchschlag, 242 mit Premium, 320 Schaden, Genauigkeit 0,38 und Einzelzeit 3,2. Und die Daten, wie gesagt, hier Endgeschwindigkeit 50 und 16 zurück. Die Panzerungswerte haben wir schon genauer gesehen, HP 1400 eben. Und die Sichtweite sind 360 bzw. die Funkweite 850 Meter. So, zum vorletzten Panzer des Tech Trees kommen wir nun. Und zwar zum Emil 2. Ja, halt, so.
Und auch hier dann die Kanone eingebaut. Auch hier, das bleibt eine Autoloader-Kanone, in dem Fall aber 12 cm. Also schon ein deutlich dickeres Gerät. Der Panzer rein visuell bleibt ähnlich, aber doch nochmal etwas anders. Interessant hier der Übergang von Wanne zum Turm. Der Panzer sieht wie folgt aus. Kanone kommt wieder 12 Grad nach unten, 8 Grad dann lediglich nur noch nach oben, dafür aber 56 km/h schnell. Die Wannenpanzerung 100 vorne, 60 Seite, 30 hinten. Aber wie gesagt, auch hier durch diese Schrägen ist die nominell etwas besser. Und der Turm mit 215 vorne, 60 seitlich und 30 hinten, dann schon nochmal ein ganz anderes Kaliber. Sichtweite 380 Meter, Funkweite 850 Meter. Und natürlich die Kanone wollen wir uns hier auch nochmal anschauen. Man hat 4 Granaten im Magazin, zwischen den Schüssen liegen immer 3 Sekunden. Für das gesamte Nachladen braucht ihr 40 Sekunden. Der Durchschlag 252 mit normal, 300 mit Premium und dabei jeder Schuss um die 400 Schaden. Einzelzeit 2,8 Sekunden und Genauigkeit 0,38. Ja, ein schönes Ding schon mal, aber ich glaube, wir alle warten sehnsüchtigst jetzt auf den 10er und dabei handelt es sich um den Kranwagen. Wenn ich es falsch ausspreche, seht es mir nach, ich bin leider kein Schwede. Da müsst ihr natürlich nichts mehr bauen. Und auch hier der Emil 1 zum Emil 2 zum Kranwagen schauen alle sehr ähnlich aus. Also das schaut aus, könnte man fast sagen, ein Emil 3. Hier in dem Fall, die Wannenpanzerung bleibt ähnlich. 110 vorne, 70 hinten, 70 seitlich, 37 hinten. Und der Turm 225 vorne, 70 Seite und 37 im hinteren Bereich, 60 km/h nach vorne, 18 km/h zurück. Der hat dann 2000 Hitpoints. Und natürlich auch hier, der hat eine Autoloader-Kanone, 4 Granaten im Magazin. Zwischen den Schüssen ist er jetzt schneller als die Vorgänger, nämlich 2,75 Sekunden dazwischen. Nachladezeit auch deutlich verbessert, nämlich bei 28 Sekunden. Durchschlag 252 mit Normal, 300 mit Premium. Und der Schaden ist dann immer 400. Im Schnitt 0,36 Genauigkeit auf 100 Meter, 2,5 Sekunden Einzielzeit. Sichtweite 390, Funkweite 850 Meter und eben mit 12 Grad nach unten bzw. 10 Grad nach oben ein wenig besser als sein Vorgänger. Ja, ich bin selber sehr auf diesen Tech-Tree gespannt. Ich persönlich werde mich aber wahrscheinlich irgendwie auf die Jagdpanzer stürzen. Das ist so was, was mich eher noch sogar interessiert. Aber auf jeden Fall zwei sehr spannende Tech-Trees, die beide sehr viel Potenzial haben, einen neuen Wind bei World of Tanks zu generieren. Dementsprechend war es das jetzt von meiner Preview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten, ihr dürft gerne kommentieren oder Fragen stellen, sofern ich sie beantworten kann. Tue ich das gerne oder die anderen Zuschauer. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.